Einen wunderschönen guten Tag vom Sachsenring. Wir sind bei unserem Heim-GP unterwegs hier in der Moto3-Klasse und werden heute hoffentlich ein recht ordentliches Ergebnis einfahren. Das wäre auf jeden Fall ziemlich hilfreich für unsere weiteren Meisterschaftsambitionen, denn im Moment sind wir auch schon Zweiter. Ja, Zweiter in der Gesamtwertung. Wir haben uns langsam aber sicher nach oben gekämpft und jetzt besteht halt die Chance sogar, den Führenden der Gesamtwertung langsam aber sicher zu attackieren, ihm langsam aber sicher gefährlich zu werden. Ja, ansonsten der Sachsenring, ein sehr interessanter Kurs mit einigen Kurven. Ich sag mal, in der Realität müsste man dafür, glaube ich, ordentlich Mut aufweisen, damit man die Kurven auch dementsprechend voll fährt. Müssen wir zum Glück nicht machen im Game. So, und ich fange direkt schon mal an mit einem schwachen Bremsmanöver, aber wir kennen das Prozedere. Im Qualifying erstmal ein bisschen einfahren und dann wird das schon. Und vielleicht gibt es wieder eine Pole Position. Ja, ansonsten zwei Siege in Folge in jüngster Vergangenheit. Da könnte man eigentlich fast schon wieder davon ausgehen, dass ich jetzt in so ein altes Muster verfalle. Aber hey, die Upgrades wirken bislang. Das Motorrad fühlt sich gut an und es kann gern weiter so gehen. Da ist schon mal jemand gestürzt. So, das ist so eine Kurve. Vor allem, wenn es hier so bergab geht. Ich traue dem Braten irgendwie nie. Aber man muss das Ganze riskieren. Man muss da einfach so schnell runterfahren. So, und hier für die letzten zwei Kurven, da habe ich, glaube ich, immer noch nicht das passende Mittel gefunden. Den passenden Mittelweg. Ui! Ja. Vor allem die letzte Kurve sah jetzt nicht so gut aus. Aber die Zeit von Ramirez haben wir trotzdem unterboten, lustigerweise. Ich wollte sagen, kann man unterbieten, aber haben wir schon unterboten. Allerdings geht es deutlich schneller. Und gut, der erste Sektor ist jetzt natürlich nicht schnell, weil wir auch super langsam aus der letzten Kurve rausgekommen sind. Wir waren ja extrem lang im Kies dort. Und da ist jemand schon unter die 1,28 gekommen, während wir noch bei 1,29 rumkrebsen. Wir im zweiten Abschnitt direkt schon wieder 4 Zehntel dazu gewonnen. Im dritten Sektor wieder ordentlich Zeit verloren. Da bin ich, glaube ich, davor ganz gut unterwegs gewesen. Der Finne hinter mir macht mir langsam ein paar Gedanken. Bereitet mir gewisse Sorgen. Ich mag es nicht, wenn im Qualifying jemand unmittelbar hinter mir herfährt. So, und im letzten Sektor wieder ein bisschen schneller geworden jetzt. So, okay, gut, das ist ja immer im Vergleich zu der besten Bestzeit. Ja, also beim Delta, da muss ich sagen, das verwirrt mich immer wieder aufs Neue. Ich hätte ganz gerne den Vergleich zu meinen persönlichen Zeiten immer, aber man wird ja immer verglichen mit der Bestzeit und natürlich könnte es auch daran liegen, dass ich da plötzlich jetzt, dass es plötzlich irgendwie mal nach vorne und mal nach hinten ging plötzlich und das auch sehr deutlich. Deswegen war ich da gerade so irritiert. Aber insgesamt ist eine Steigerung zu erkennen, das ist gut. Okay, das war richtig, richtig schlecht durchfahren, glaube ich. Mal gucken, ob es trotzdem eine persönliche Bestzeit ist. Nee, schon nicht mehr.
Ich habe das Gefühl, ich muss in der vorletzten Kurve einen deutlich späteren Scheitel wählen. In der letzten Kurve habe ich das Gefühl nicht. Das könnte trotzdem nochmal eine Verbesserung sein. Ja, minimal. Die letzte Kurve hat nämlich sehr, sehr gut gewirkt. Jawohl, Gran Turismo-Taktiken. Schön rangelehnt hier. Und das ist auch super schnell. Und da wollte ich sehr viel Schwung mitnehmen. Naja, komm, ich will eh keine Runde fahren, wo ich mich so billig ranlehne an jemanden und was weiß ich was. Da fahre ich lieber eine normale Runde und bin von mir aus auch nur 14. dann. So ein bisschen vorspulen, weil es das Spiel nicht macht. Und dann legen wir los mit der nächsten Runde. Okay, wie fährt mir jetzt jemand hinten rein? Ich mache auch noch Platz, so. Jetzt kommt da keiner mehr, sehr schön. Vor mir fahren jetzt alle langsam, kommt schon, Leute. Konzentriere ich mich mal ein bisschen mehr auf die Runde. Und auch ohne Anlehnen gibt es hier eine Bestzeit im ersten Sektor. Die Kurve war ausbaufähig. Oh nein, die letzte Kurve. Die war jetzt nicht gut. Und ansonsten war es, glaube ich, eine echt gute Runde hier. 10. Platz. Ja, ich glaube, jetzt ist der erste Sektor auch so ein bisschen vorbelastet schon. Natürlich. Wir waren im Kies. Okay, die Traktionskontrolle ist aus. Springen wir nochmal zurück zur Box und springen zu einer neuen schnellen Runde. Mann, die halbe Sekunde. Okay, alles klar. Was ist denn das für ein Bulkverhalten hier gerade? So, jetzt legen wir los. Schön nach vorne und hinten freie Fahrt haben. Ja, die Frage ist natürlich, wird die Serie vor allem beim Heim Grand Prix enden oder holen wir den 3. Sieg in Folge?
ich hatte das Gefühl, dass der dritte Sektor gut war. Das war jetzt nicht so gut, glaube ich, die vorletzte Kurve, aber die letzte könnte entscheidend sein. Na komm schon. Na, ganz, ganz knapp. 16.000stel der Unterschied zu bisherigen persönlichen Besten. Na komm schon. Könnte gut ausgehen. Nein, bitte nicht! Yes, es reicht trotzdem. Im letzten Sektor 2,5 Zehntel verloren, aber es reicht noch für die Bestzeit. Es reicht für die Pole Position hier beim Deutschland-GP. Und ich glaube nicht, dass die Jungs hier noch schneller werden, Jungs und Mädels. Moment, fährt auch eine Frau? Es müsste eigentlich auch... Ja, genau. Mindestens eine Frau müsste dabei sein. Habe ich mich nicht getäuscht. Ja, und das ist der erste Platz immerhin. Aber wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, vom ersten Platz aus kann es weit nach hinten gehen und von hinten kann es weit nach vorn gehen. Insofern ist es nicht unbedingt immer ein Vorteil, hier vorne zu sein. Und deswegen hoffen wir hier auf ein gutes Rennen. Ein guter Rennstart könnte natürlich dazu beitragen. Ist dann auch immer ein bisschen vielleicht schade zum Zuschauen, weil es dann nicht ganz so spannend ist. Allerdings, ja, ist es dann als Fahrer zumindest ein bisschen entspannter. Und wir wollen ja auch siegen. Und es ist halt das Leichteste, wenn man siegen will, innerhalb der ersten ein, zwei Runden wegzukommen und dann das Feld anzuführen. Mit etwas Abstand natürlich dann mal. Gut. Guckt einer nicht mal in die Kamera. Okay, ich habe nicht weiter gedrückt. Komisch. Aber es geht schon direkt ins Startergrid. Alles klar. Ich wollte es eigentlich nochmal durchlaufen lassen. Aber gut, let's go hier auf den Sachsenring. Alter, dieser eine Anstupser. Der hat uns nochmal ordentlich nach vorn gehauen.
Okay, auf geht's. Der zweite Platz ist gerade schon mal ein bisschen sicher jetzt. Die Kurve kann man voll nehmen. Ich weiß nicht, warum die KI das nicht macht. Und ich verstehe auch nicht, warum ich im Qualifying im dritten Sektor nur minimal schneller als die KI war. Weil wenn ich der Einzige bin, der diese Kurve voll nimmt, dann dürfte ich eigentlich so einen riesen Vorteil da haben. Okay, alles klar. Ich lese immer wieder, du hast noch nie ein Moto3-Rennen gesehen, so wie du kommentierst und so weiter und so fort. Ich kann da sagen, ey Leute, bei aller Härte und bei allem Zweikampfverhalten, es kann keiner ernst meinen, dass es normal ist, wenn sich jemand so hart an dich ranlehnt, wie Canet es gerade gemacht hat. Also, keine Ahnung. Das ist genau wie die KI in F1 2016, die ist halt nicht irgendwie super smart und aggressiv, sondern die ist einfach nur ein bisschen doof. Und in der Moto3 fährt ja auch nicht jemand irgendwie in der Spitzengruppe aufs Hinterrad oder so und das fast die ganze Zeit. Kann natürlich mal vorkommen, aber sollte eigentlich nicht passieren. So, die Frage ist jetzt natürlich, können wir uns absetzen? Das wäre wirklich toll. Okay, 15. der Vorsprung aktuell. Ja, also die vorletzte Kurve, die kriege ich echt nicht hin. Das ist halt auch echt mein eigenes Versagen, sage ich nichts. Hinter uns gab es schon einen Positionstausch. Können zwar im Moment die Führung halten, aber den Vorsprung ausbauen, das können wir nicht. Ja, ich sehe halt das Hauptproblem im letzten Sektor. War noch eine halbe Sekunde nach hinten. Einfach mal viel mehr Geschwindigkeit in die Kurve mit reinnehmen, aber ich bin da so ein bisschen beschädigt noch von der letzten Kurve im Qualifying, dass ich hier einfach immer ein bisschen zu schnell sein wollte. Immer noch eine halbe Sekunde. Okay, gut, wenn es so weitergeht, gern. Für manche Kurven brauchen wir noch einfach nur die perfekte Position an einem gewissen Punkt. Dann hat man, glaube ich, die Kurve richtig gut gemeistert. Zum Beispiel gerade eben. Da waren wir schön weit innen, da hat alles gepasst. In der MotoGP wird es hier lustig. Da kann man hier nicht so voll durchbrettern. Mir nichts, dir nichts. Da braucht man schon die passende Linie. Und selbst da bin ich mir dann nicht sicher, ob man hier voll fahren kann. Mit mehr Geschwindigkeit in die Kurve rein bringt irgendwie auch nicht viel.
Immerhin zwei Zehntel und Oettel auf der 3 im Moment. Hätten wir zwei Deutsche auf dem Podium, das wäre schön. Das Hinterrad baut ordentlich ab. Also das wird nochmal im Rennen eine entscheidende Rolle tragen. Es wird nicht rennentscheidend sein, hoffe ich mal, aber das könnte auf jeden Fall wichtig werden. Genau, hier muss man einfach nur einmal weit genug innen sein und dann kann man da schön den Rest der Kurve schön vollnehmen, kann super viel Geschwindigkeit durchnehmen. Und hier hebt man immer für so einen Moment ab. Das ist halt absolut kein Problem, das Ganze zu handeln. Das fühlt sich echt cool an, diese Sektion. Oh Gott, aber hinter mir, das fühlt sich gar nicht gut an. Gut, mein Lieber. Da ist gerade wieder ein bisschen was vom Hinterrad weggeflogen. Laut Zustandsanzeige zumindest. Ey, Mann! Keine Sorge, ihr habt keinen grafischen Effekt verpasst im Spiel. Sondern nur unten in der Grafik, in der Leiste. Ui, ich habe da mir ein bisschen angeschoben. Tut mir leid. Ja, ansonsten sieht man es, sobald man wieder im Feld ist, geht es ein bisschen nach hinten. Davon dürfte jetzt wahrscheinlich auch Bulega ein ziemlich leichtes Spiel haben. Das Hinterrad ist einfach so zermürbt. Gefühlt macht aber auch das Vorderrad nicht mehr mit. Ich habe mega Untersteuern. Ja, wie kann der Typ denn so krass näher kommen? Also wir haben doch vorhin gesehen, wie ich die Kurve passiere, die eine. Wie kann der Typ so krass näher kommen? Also ich glaube, das hängt immer noch mit den Motorradstärken zusammen. Dass wir immer noch ein deutlich schwächeres haben. Aber ein fünfter Platz wäre auch okay. Ist nur ärgerlich, dass der Sieger auch der WM-Führende ist im Moment.
Alter, ja komm, ey. Was zur Hölle war das denn? Hat er jetzt verdient mal zwei Plätze auch liegen lassen gegen die anderen? Er war auch viel zu spät gebremst. Okay, das war ungünstig. Schaut mal, was für einen Geschwindigkeitsüberschuss wir da haben. Und jetzt sind andere wieder viel schneller als wir. Okay, klar. Ich wurde angeschubst. Tut mir leid, die Gian Antonio. Ich wurde auch nur weggeschoben. Okay, die letzte Runde. Es kann noch ein bisschen nach vorne gehen, es kann auch ein bisschen nach hinten gehen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Rennen. Da hätte man gut und gern auch nochmal ein härteres Hinterrad nehmen können. Tut mir leid, Fenati. Oh, Mann, da war kurz ein Grafikfehler. Das Bild komplett mal umgeschlagen. Soll jetzt nochmal Windschatten. Aber die Ziellinie kommt extrem früh und da ging es nochmal ein bisschen nach hinten. Ja, meine Güte. Das war auf jeden Fall ein nervenaufreibender GP hier und... Auch wenn unsere Bestzeit genauso gut war wie die des Siegers. Philipp Oertel holt sich hier die schnellste Rennrunde, den zweiten Platz und für uns ging es ein wenig nach hinten. Ja, ich komme immer noch nicht so gut im Pulk mit, merke ich. Also sobald es da wirklich ein bisschen mit anderen Fahrzeugen rechts und links von einem und so weiter und so fort in den Kampf geht, das ist halt ein bisschen schwierig zu handeln alles. Aber ansonsten... denke ich mal, ein ganz okayes Rennen. Der sechste Platz hätte es auf jeden Fall werden können. Der fünfte vielleicht sogar auch. Ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen was schief gegangen. Und ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube auch nach wie vor, dass wir noch nicht das stärkste Motorrad haben. Das ist so, glaube ich. Heute ging es in die Region, wo unser Motorrad auch von der Gesamtstärke her, glaube ich, in etwa ist. Gut, was unser Teammate macht, das braucht man sich nicht als Vergleich heranzuziehen, glaube ich. Da muss man auf jeden Fall deutlich stärker sein. Der ist sogar nur 31. geworden in diesem Rennen. Also vielleicht war heute wirklich die Pace der anderen Bikes spürbar stärker. Vielleicht ist es so eine Strecke, da kommst du mit einem schnelleren Motorrad auch wirklich einfach deutlich schneller um den Kurs und nicht einfach nur ein bisschen schneller. Wer weiß. Aber ansonsten... ja, vielleicht auch nicht einer meiner besten GPs. Hat sich auf jeden Fall nach ein paar Runden so angefühlt, aber dann haben wir die Reise nach hinten angetreten, aber konnten immer noch ein paar Punkte mitnehmen. Also ich bin doch recht zufrieden mit dem Gesamtergebnis und glaube, dass wir uns beim nächsten Mal nochmal steigern können. Aber jetzt geht's erstmal zur Gesamtpunktewertung und ich gucke mir nochmal kurz das Replay an.
und wir sind immer noch auf dem zweiten Platz mit insgesamt 33 Punkten Rückstand. Also ist es noch alles hier einholbar. Ganz hinten, also weiter hinten geht es auf jeden Fall nach vorne mit Philipp Oettl. Der konnte sich jetzt an Antonelli vorbeischieben und ist damit der schnellste KTM-Pilot, abgesehen von Bulega. Und was die Herstellerwertung angeht, da hat Honda immer noch die Führung vor KTM. Dahinter sind dann wir und Peugeot etwas abgeschlagen. Gut, ansonsten kommt hier wieder die Animation, wo man denken könnte, okay. Okay, gut, es ist wirklich, keine Ahnung, es fühlt sich sehr, sehr seltsam an, deswegen überspringen wir das Ganze mal. Was ich immer wieder ganz schön finde, ist dieser Historic-Content, den es im Spiel... Ui, Ziel 8. Platz, Endplatzierung 8. Platz, schön. Ich finde es ganz schön, dass man hier immer wieder so viel Historic-Content hat. Das war ja auch in Valentino Rossi The Game so und ich glaube auch in den vorigen Games. In der Formel 1 wird es ja jetzt ganz groß beworben, die Classic Cars. Hier allerdings, da hat man einfach mächtig viel. Und ja, wir springen erstmal zum nächsten Wochenende. Jetzt gibt es, glaube ich, wieder ein Upgrade, oder? Gleich. Oh, sogar zwei Upgrades, Leute. Das wird lustig. Aktivitätentag. So, ein bisschen Ruf. 7500 Credits. Machen wir mal. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen für das nächstjährige Bike. Und es geht nach Brünn. Und ansonsten, ja, ganz kurz hier nochmal. Ich weiß nicht, wo man das genau abruft. Moment mal. Mein GP. Nee, Moment, da kann man alles zurücksetzen. So, Zeitrennen und hier kann man jetzt auf Fahrer, genau, MotoGP Historical. So, hier hat man auch noch den Rookies Cup drin übrigens. Ah, hier hat man's. Hier die Historical Sachen und da hat man einfach mächtig viel, was man freischalten kann. Man sieht auch, was man braucht. 10 MotoGP Rennen fahren, um hier John Hopkins freizuschalten aus dem Jahr 2004. Und da gibt's extrem viel. Melandri gibt's, Biaggi gibt's, Alex Barosch. Da gibt's auch selbstverständlich Nicky Hayden. Oder auch Capi Rossi, Casey Stoner und so weiter und so fort. Valentino Rossi aus dem Jahr 2008 haben wir schon freigeschaltet. Aus dem Jahr 2010 haben wir auch Jorge Lorenzo. Schwieriger Name. So, hier wieder Casey Stoner und Marc Marquez. Ja, also ihr seht, es gibt einiges hier und auch von den anderen Klassen gibt es noch vieles. Wir sind bei den 125ern gewesen, ja. Moment, oder? Okay, ja, doch. Ich habe nicht so drauf geachtet auf die Bikes, ich habe eher nur auf die Fahrer geachtet. Und die Overalls sahen sich schon ziemlich ähnlich aus. Aber ihr seht, es gibt sehr, sehr vieles. Hier haben wir Shinya Nakano. Auch ein Name, der mir sehr im Kopf geblieben war. Ja, und das finde ich auch immer wieder cool, dass es eben so unfassbar viel Zeugs gibt, was man hier freischalten kann. Das ist nämlich immer wieder auch eine gewisse Motivation, das Game schön weiterzuzocken. In Valentino Rossi The Game gab es auch, glaube ich, alle Helme von Valentino Rossi zum Freischalten. Dann mit Ingame-Währung und das hat auch schon, glaube ich, eine ordentliche Weile gedauert. Ich glaube, nach den 2 Saisons oder 3 Saisons, die wir gefahren sind, hatten wir, glaube ich, die Hälfte der Helme oder so. Aber gut, das ist nur Nebensache. Heute ging es um den Deutschland-GP. Da haben wir uns den 8. Platz gesichert. Nächstes Mal geht es dann nach Brünn, nach Tschechien und da geht's hoffentlich ein bisschen weiter nach vorne. Auch eine sehr coole Strecke und wer weiß, vielleicht können wir uns da nochmal einen Sieg sichern. Das wäre auf jeden Fall ganz hilfreich für den weiteren WM-Verlauf. Spielberg, Silverstone, beides Strecken, die ich, denke ich mal, etwas besser beherrsche im Vergleich zu anderen Strecken. Vor allem in Silverstone, da werden die S-Passagen interessant sein. Egal, das ist alles Zukunftsmusik. Heute haben wir ein paar Punkte eingefahren, das war wichtig und nächstes Mal geht's dann weiter. Ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Nächstes Mal außerdem auch noch, dazu gesagt, 2 Upgrades am Fahrzeug. Das zweite oder dritte Motoren-Upgrade mittlerweile, das zweite, die dritte Stufe ist es. Das zweite Motoren-Upgrade, dann die erste Rahmen,
Bedingungsverbesserung, sag ich mal. Nee, das erste Rahmen-Upgrade, genauso wie die Bremsen. Also jetzt haben wir schon mittlerweile einige installiert. Wir könnten die Federung in Auftrag geben. Machen wir einfach mal. Und ja, beim nächsten Mal mit einem fast neuen Bike, könnte man fast sagen, treten wir hier an. Also, bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.